Es geht weiter mit meiner Nuzlocke zu Pokémon Feuerrote Edition. Und ja, ich lebe noch, beziehungsweise wieder. Und ja, man sieht, Mausi hat Level 28 erreicht. Ich war zwar weg, aber ich war fleißig am Trainieren. Und ja, wenn Mausi Level 28 erreicht, passiert eine schöne Sache. Nämlich, es entwickelt sich. Und ich kann schon mal sagen, das wird jetzt nicht die einzige Entwicklung sein, die wir jetzt zu sehen bekommen. Ich finde es immer noch so schön, wie es einfach nur Mauzi heißt und ich vergessen habe, dem Spitznamen zu geben, weil ich es ja weggeklickt habe. Ich dumm. Und ja, damit haben wir jetzt Nobili-Cards. Sehr gut. Jetzt brauchen wir noch ein paar TMs und dann ist das tatsächlich ein gutes Teammitglied. Aber es ist nicht das einzige Pokémon. So, auch Diglett hat nun Level 26 erreicht und das heißt Folgendes für es. Es entwickelt sich auch. Und ja, man kann sich denken, es entwickelt sich nicht nur, es verdreifacht sich. Und sehen wir es uns an. Das schöne Diktri, yay. So, Sandgrab, okay. Ist jetzt nicht die geilste Attacke, aber können wir mal gerne beibringen. Ist auf jeden Fall besser als Lehmschelle. Weil Stärke 20 ist mir doch ein bisschen wenig. Senkt zwar die Genauigkeit, aber nee. Haben wir Besseres. Gut. Sehr schön. Aber es gibt doch ein Pokémon zum Entwickeln. So, erinnert euch noch an unser Opfer, ey. Und zwar unser Carpador. Es hat nun Level 20 erreicht. Och, ihr wollt nicht wissen, wie lange das gedauert hat. Ah. Aber jetzt entwickelt es sich endlich und ist jetzt endlich mal ein nützliches Teammitglied. Wurde auch echt mal Zeit. Zeige deine vollkommene Schönheit. Na gut, jetzt ist es kein Opfer mehr. Na gut, in dieser Generation schon, aber nicht mehr so doll wie Carpador. Und willst du lernen, sehr schön. So, damit sieht dann unser Team jetzt so aus. Ja, Opfer lasse ich mal erstmal vorne. Ich werde es jetzt erstmal nicht weiter trainieren als Level 20. Weil ihr wollt nicht wissen, wie lange das jetzt dauerte, das überhaupt auf Level 20 zu bringen. Das hat so ein bisschen gedauert. Ne, deswegen machen wir jetzt was anderes. Und zwar machen wir jetzt bei der MS Anne weiter. Da waren ja noch so ein paar Räume noch im Untergeschoss. Die wollen wir uns noch angucken. Und dann wollen wir auch den Kapitän finden. Ja, ich habe ein Ticket. Erinnerst du dich nicht mehr an mich? Na gut, der muss tausende Leute am Tag begrüßen. Kann ich verstehen. Muss ich mal noch durchgehen. Und zwar, das war doch, glaube ich, hier, wo wir noch nicht waren. Genau. Da drin ist nichts. Sehr schön. Oder auch nicht. So, und du fühlst dich cool. Ja, mein Trupp ist ein super stark. Aha. So. Super Trank. Gut. Und ja, jetzt war erstmal wieder eine, ja, so eine 2-Wochen-Pause, die ich jetzt ja erstmal gemacht hatte. Oh, was passiert jetzt? Muss ich jetzt gegen beide hintereinander kämpfen? Wäre es jetzt Pokémon Smaragd, wäre das jetzt ein Doppelkampf gewesen. Pio. Okay. So, dann zeig mal, was du kannst. Das Schöne ist, es kann eben Bedroher. Das ist schon wirklich wertvoll. Gott, Platscher. Oh, ja, nicht schlecht. Dafür, dass es auch noch Level 20 ist und so. Haut schon ordentlich rein. Na gut, der ganze Rest ist jetzt eh ein bisschen überlevelt, weil das Training eben so mega lange gedauert hat. Und entsprechend die anderen Mitglieder auch ordentlich Level beigestiegen sind. Ja, auf jeden Fall, ich habe das ja im letzten Infovideo ja schon gesagt. Ich brauchte einfach ein bisschen Abstand mal. Ich habe irgendwie, habe ich ja schon mal gesagt, ich habe mal so Phasen, da brauche ich immer mal so meine Zeit für mich oder jetzt eben für die Sachen, die mir jetzt gerade wichtiger sind. Und jetzt war gerade wieder so ein Fall. Und entsprechend stehen die Videos halt ein bisschen hinten an. Und ich war auch in letzter Zeit, muss ich zugeben, so ein bisschen demotiviert. Weiß auch nicht, weil ich habe jetzt, das war so vor allem, ja, so März, April, das war so die Zeit, als dann so Pokémon Super Mystery Dungeon da war. Da habe ich eigentlich so mehr an Video-Content gebracht denn je, weil überhaupt auch so, ich sag mal, in Kontrast mit Aufwand und sowas. Und
auch Videomenge. Das fing eigentlich schon seit, ja, seit Anfang des Jahres eigentlich schon so an, dass es eigentlich schon deutlich viel wurde. Und habe jetzt auch ziemlich lange beibehalten können. Selbst in der Klausurphase habe ich das sogar noch ziemlich gut beibehalten können. Was ich auch erstmal nicht erwartet hätte. Nur ich glaube, somit so auf Dauer hat man sich vielleicht doch ein bisschen übernommen. Und ja, wie gesagt, die überfallen uns jetzt hier. Na gut, ich habe ja wirklich zwei Videos am Tag gebracht. Ich hatte ja noch da die alte Machtaufnahmen erstmal noch gehabt. Die auch nochmal... Na gut, das war ja alles schon voraufgenommen in dem Stream, aber man muss das ja immer noch verarbeiten, bearbeiten und so Sachen. Und verarbeiten, vor allem auch bei diesem Spiel. Und ja, eben auf Dauer war es dann vielleicht doch ein bisschen viel. Ich finde es immer schade, wenn da so eine Phase ist, weil, wie gesagt, weil ich mache das ja wirklich gerne hier auch alles und ich selbst finde das ja natürlich auch nicht mal schön, wenn dann halt mal so eine Unterbrechung dann dadurch mal stattfindet. Und ist ja für euch auch nicht schön, weil ihr freut euch ja auch mal auf die Projekte und so und das freut mich natürlich entsprechend auch, weil das heißt dann ja, man macht dann ja auch irgendwas richtig, wenn das andere auch unterhält und das ist ja auch das, wo ich meine, worum es auch hauptsächlich geht. Ich muss auch zugeben, jetzt während der kurzen Pause hatte ich auch manchmal so ein bisschen im Kopf gehabt, so wohin ich jetzt überhaupt mit meinem Kanal noch möchte. Weil ich hatte schon eine Zeit lang auch so ein bisschen das Ziel gehabt, ja, zu versuchen auch noch etwas zu wachsen, neues Publikum anzusprechen und so. Nur gleichzeitig hat man eben auch so nebenbei im Kopf gesehen, beziehungsweise das heißt im Kopf gesehen, was spreche ich so komisch da drumrum? Auf jeden Fall, nebenbei hat man auch dabei auch gesehen, was andere eben machen, um größer zu werden. Ist auch kein Geheimnis, man guckt ja auch mal ein bisschen, was machen andere, was kann man selbst verbessern und so Sachen. Nur ich habe langsam immer mehr das Gefühl, dass halt alle, die dann die Möglichkeit haben zu wachsen, das gilt jetzt auf keinen Fall für alle, aber für viele, dass man immer mehr auf diese niveaulose Schiene gehen muss, um auf YouTube noch was zu erreichen. Ich müsste jetzt zum Beispiel ins Thumbnail jetzt irgendwelche krassen Reaction-Shots von mir jetzt reinpacken oder ich müsste jetzt voll viel rumbrüllen oder ich müsste in den ersten 5 Sekunden des Parts auf einmal irgendeine total krasse Szene zeigen oder sowas, wo gerade total ausgerastet wird oder so. Und da spricht aber wieder so der Individualist in mir und sagt, nee, das möchte ich nicht. Und ich muss sagen, deswegen, das war auch so ein kleiner Grund, warum ich auch so ein bisschen jetzt keinen Bock hatte auf YouTube, muss ich zugeben. Einfach so wegen diesem ganzen Drumherum, weil man kriegt das ja auch alles mit und man hat manchmal so Phasen, man fühlt sich da einfach nicht wohl auf der ganzen Plattform und so. Und dann vergeht dann auch selbst mal eine Zeit lang mal die Lust an Video machen. Wie gesagt, ich habe ja trotzdem nichts mit den anderen zu tun, ich habe ja allgemein mit anderen Let's Playern so gut wie gar nichts zu tun. Ja, natürlich Volltreffer und Zusatzeffekt. Ah, Mann. Und Superschall hat gerade auch noch getroffen. Ja, sehr schön. Not. Was kann denn Snobili-Card so? Habe ich jetzt noch gar nicht eingesetzt. Aber na gut, ich möchte jetzt nicht das große Thema mit der Niveaulosigkeit auf YouTube auspacken. Ich muss sagen, im Gaming-Bereich ist es auch noch einigermaßen am vernünftigsten. Das ist jetzt mehr so in diesem ganzen Vlog-Bereich so schlimm geworden, vor allem diesen ganzen Prank-Shit und so ein Zeug. Was mich immer nur stört, ist so dieses übermäßige, oh, ich muss jetzt ausrasten, oh, ich muss jetzt mich total verstellen, um unterhaltsam zu wirken. Und das fällt mir bei anderen YouTubern sehr auf und auch bei welchen, die dadurch auch gewachsen sind. Und dann auf der anderen Seite sage ich mir auch mal, ja natürlich, ich kann vielleicht ein bisschen in die Richtung gehen. Wie gesagt, ich habe keinen Bock ganz in die Richtung in sowas zu gehen, weil das bin einfach nicht ich. Und ich bin da halt ein bisschen, ich sag mal, rebellischer und sag schon so, nee, ich mach das, wie ich Bock habe und jetzt nicht, wie mir das jetzt ein Algorithmus vorschreibt oder mir irgendeine Zielgruppe vorschreibt. Okay, gut. Ich hatte jetzt erstmal Angst gehabt, dass ich das vielleicht nicht schaffe. Wo war das hier? Ne, das war ein Raum weiter, ne? Ah, Gott! Ah!
Schnell. Na gut, wir haben noch genug HP. Ich muss ja diesmal nicht mehr ganz zum Pokémon Center rennen. Ja, ja, halt mich mal kurz. Danke. So. Ich habe gesagt, ich speede öfter mal an solchen Stellen. Nein, ich will nicht mit dir plaudern. Ja, kämpfen können wir gerne. Gut. Vor allem hier wird er beim Angeln nicht viel Chancen haben. Oder stellt er sich am Steg des Schiffes und angelt, was bestimmt erlaubt ist. Und auch so viel bringen, wenn das Schiff dann losfährt. Ja, ich habe gerade gesehen, Biss bringt nicht viel gegen Tentacha. Dann wechsle ich doch mal lieber aus. Ja, auf jeden Fall, das war dann auch so. Das war nebenbei auch noch eine Sache. Ist mir so aufgefallen, die hat einen nebenbei noch etwas runtergezogen. Natürlich ist mir auch dadurch klar, dass ich, und das wird mir auch öfter nachgesagt, dass ich damit sehr große Schwierigkeiten habe, meinen Kanal zum Wachsen zu bringen. Weil YouTube ist eben heutzutage eine andere Generation eben. Und wie gesagt, das ist immer diese Entscheidung, die man treffen muss. Bleibt man sich treu und wird dafür eben nicht so groß? Oder geht man in eine Mainstream-Richtung nur des Wachstums wegen und alles drumherum, was man dadurch bekommt eben. Und wie gesagt, ich habe mich jetzt doch eben komplett für die andere Sache entschieden. Es kann dadurch zur Folge haben, weil ich jetzt damit jetzt auf einer anderen Einstellung an Videos rangehe. Weil ich habe eine Zeit lang schon diese Einstellung gehabt, so, weil ich habe ja auch andere Formate angekündigt. Na gut, die kamen dann mal kurz und dann aus Zeitgründen dann gar nicht mehr oder aus Motivationsgründen. Aber ich hoffe, dass ich sowas mal noch bringen kann. Ich wollte auch mal wieder so größere Videos bringen, zum Beispiel so. Ich wollte schon gerne auch mal so ein Top-10-Format machen, was ja auch schon ein bisschen in diese Mainstream-Richtung auch gehen würde. Aber das ist jetzt eher eine Sache, Das ist eine Sache, die würde ich gerne von mir aus machen, weil ich das Format einfach interessant finde. Weil ich denke, man kann ein interessantes Video draus machen, es wäre vielleicht auch spaßig, da was zu machen. Und ich denke, es ist auch vielleicht ein etwas spannendes Format, weil man ja gespannt ist, was ist die Nummer 1 oder so Sachen. Aber ich würde es, wenn, dann auf eine andere, ich sag mal, anders aufziehen, als man es dann kennen würde. Weil es gibt ja viele Top-10-Kanäle, sowas, das ist dann meistens so 5-Minuten-Videos und da wird dann das einfach nur so runtergerattert. Aber es gibt, vor allem da würde ich mich auch mal mehr so an Englischsprachige orientieren. Denn da gibt es viele, die machen auch so Top-10-Videos, die gehen dann auch einfach mal 20 Minuten lang oder eine halbe Stunde, die dann wirklich dann zu jeder Platzierung dann 2-3 Minuten was zu sagen haben und auch entsprechende Szenen einblenden. Also schon, dass man merkt, da ist ein riesen Aufwand hinter. Also wenn ich sowas vorhabe, dann lieber in so einer Richtung. Weil, wie gesagt, ich möchte ordentlichen Content liefern, der auch mir gefallen soll, der auch unterhält und jetzt sich nicht nur an irgendeine Art von Algorithmus orientiert. Und ich glaube nicht, da war ich schon. Stimmt, dann haben wir jetzt alles durch in der MS Anne, bis auf den Kapitän, wo wir jetzt noch hingehen. Das hat sich gereimt. So, wen tue ich nach vorne? Ja, warum stelle ich jetzt die Frage, wen tue ich nach vorne? Ich tue mal Krätze nach vorne. Weil jetzt kommt nämlich eine kleine Sache, vor der ich ein bisschen Angst habe. Ja, unser bester Kollege. Ey, yo, sie Angeri, ey, was für ein Zufall, ey. Ich wusste, dass wir uns hier treffen würden. Wo hast du eigentlich das Bootsticket her? Ist er etwa so reich, dass er das einfach sich so holen konnte, oder was? Oh, das hat... Gary, er hat dich tatsächlich eingeladen, ey, unglaublich. Wie kommst du mit dem Pokédex voran überhaupt? Na, ich habe bereits 40 verschiedene Pokémon gefangen. Sie hat eine riesige Vielfalt an Pokémon. Versucht dein Glück im hohen Gras. Achso, Kampf. Ja, das hat sich jetzt überhaupt nicht wie eine Kampfesansage angehört. Aber ich finde es interessant, dass er jetzt wieder eine andere Kampfpose hat. Jetzt sieht er so, ja, so aus, so, ach, ja, ich bin viel besser als du, so ungefähr. Sieht das jetzt aus? Ja, genau, und Gary fängt ja immer, beziehungsweise Green, ich bin Gary, auf jeden Fall der Rivale, Green, der fängt ja immer mit einem Flug-Pokémon an. So kennt man ihn nämlich auch. Oh, Radikal gegen Radikal. Ja, dann werden wir den Radikal jetzt mal so stark verletzen, dass es stirbt. Und du wirst es nirgendwo heilen können und wirst dann irgendwo danach trauern und mir die Schuld dafür geben. Das wär's jetzt echt, wenn das echt passieren würde. Yay.
Obwohl, na gut, Kadabra, da sollte man nicht mit rumspaßen. Bring es. Alter! Die ganze Zeit trifft es und jetzt beim nervigsten Pokémon, da trifft es nicht. Ja. Ja, natürlich senkt noch meine Genauigkeit und jetzt trifft es doch sowieso. Wenn die Genauigkeit erstmal gesenkt ist. Yay. Yay. Ja, Shilok. Ja, so Krätze macht einen guten Job. Bring es um. Ja, okay, fast. Würde ich sagen. Ja, komm noch ein Ruckzuck-Hieb. Der sollte. Nein! Das sollte ausreichen. Ich hoffe es. Ja, komm schon. Bring es um. Nice. Alles im Alleingang gekillt. Sehr schön. Ja, ja, Mist. Ja, wenigstens trainierst du deine Pokémon. Boah, es soll angeblich einen großen Meister im Umgang mit dem Zerschneider an Bord sein. Boah, da war nur so ein seekrankhalter Mann, ey, voll scheiße, ey. Der Zerschneider ist äußerst nützlich. Du solltest einen alten Mann besuchen, denn schau, du Spast! Chill. Ich habe das Gefühl, er hat so eine gespaltene Persönlichkeit. Entweder will er so einen auf cool machen oder auf Arschloch. Okay. Kapitän. Dir geht's gar nicht. Okay, wir massieren in den Rücken. Okay. Rubbel, Schrupp. Okay. Oh Gott, Rubbel. Ah! Oh Gott. Ah! Ich danke dir. Es geht mir schon viel besser. Möchtest du den Umgang mit den Zerschneider lernen? Ich könnte es dir beibringen. Aber mir ist so übel. Genau, nimm einfach das hier. Damit bringst du deinen Pokémon den Umgang mit den Zerschneider ganz leicht bei. Die Höhle im Osten, sie ist ein Loch, da musst du rein. Wenn du den Zerschneider einsetzt, kannst du kleine Bäume fällen. Probier es doch bei den Bäumen in Orania City aus. Ah! Okay. 1000 natürliche Hausmittel gegen Seekrankheit. Der Kapitän liest dieses Buch. Okay, gut, und hier haben wir eine Karte. Genau, wir sind gerade hier. Und wow, Unmengen über Bücher über Pokémon. Okay, das ging ein bisschen auf die Stimme. Nein, auf jeden Fall, was ich meinte, mir ist dabei so ein bisschen im Kopf gekommen, dass ich eben so, und das muss ich eben so sagen, dass wenn ich jetzt so weitermache, wie ich jetzt weitermache, achso, und jetzt noch das Boot absinken. Übrigens, wenn man sich die Map anguckt, die ganze Map, links sind überall Steine, das heißt, das wird jetzt gleich so ein bisschen Titanic-like. Und da fährt es weg. Und wir werden diesen Ort und dieses Schiff niemals wiedersehen. Und damit auch niemals den LKW. Das heißt, wir können uns niemals Mew holen. Ja, ja. Auf jeden Fall, was ich meinte, nee, wenn ich mit meiner Art von Content jetzt so eben konstant weitermache, muss ich eingestehen, wird kein großes Wachstum da sein. Aber ich kann wenigstens das machen, worauf ich Bock habe. Bekomme dadurch oder habe dadurch auch schon eine vernünftige und ordentliche Community, wo ich auch wirklich sehr froh drüber bin, dass ich eben jetzt nicht diese Hauptzielgruppe damit anziehe oder wenn nur im kleinen Teil. So, genau, und jetzt können wir zur dritten Arena. Beziehungsweise ich bringe erstmal jemanden Zerschneider bei. Wäre vielleicht auch mal ganz schlau. So. Oh, kann ganz schön viele erlernen. Ich gebe es mal erstmal das Nobili-Card, weil der jetzt eh nicht so viele Attacken hat und eh fast nur normale Attacken kennt. Kann ich nämlich Kratzer wegmachen. Sehr gut. Boah, ich kann das nicht überspringen, warum? Ich finde das nervig. Nee. Ja, auf jeden Fall, ich kann sagen, es wird auf jeden Fall noch so bleiben, wie es ist auf dem Kanal. Es kann sein, dass auch fortlaufend immer mal Unregelmäßigkeit existiert, weil es bei mir oft eben so eine Stimmungssache ist und ich habe einfach nicht immer diese Möglichkeit, mir irgendwie so einen monatelangen Vorrat aufzubauen. Das habe ich nicht mal in den Semesterferien geschafft und jetzt, wenn ich... Jetzt habe ich zwar auch noch ein paar Tage so noch Pfingstferien, aber selbst da kam jetzt nicht viel rum.
Also es wird niemals zu einem großen Vorrat kommen. Das heißt, es wird öfter mal Ausfälle geben. Es wird auch jetzt öfter auch nur mal was kommen, wenn ich mal Bock habe. Weil, wie gesagt, ich musste es einsehen. Ja, wenn ich so weitermache wie jetzt. So viel wächst man dadurch leider nicht mehr. Aber ist mir recht. Wie gesagt, wenn ich jetzt mich dadurch eben nicht so verstellen muss. Außerdem habe ich auch das Versprechen gegeben, mich niemals zu verstellen. Oder und immer schön so zu bleiben, wie man ist und sich treu zu bleiben. Und diesen Versprechen möchte ich auch nachgehen. Und ich würde sagen, mit diesen Worten beende ich dann diesen Part. Ja doch, ich würde sagen, die Arena traue ich mir zu, die machen wir dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen, sagt beim nächsten Mal. Dann weiterhin dabei und bis dann!